Schöne Bewegung. Ah, Moment. Das hat was. Dieses Rumgeruder da, das ist schön. Ich habe kein Eisen dabei, verdammt. Ist der falsch rum? Nee. Hä? Warum ist er nicht befeuert? Achso, weil er keinen Strom hat. Ich brauche Strommassen. Sehr gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Zunächst muss ich das Öl von den Ölquellen mit Rohölförderpumpen befördern. Danach kann ich das Öl in der Ölraffinerie in seine Bestandteile trennen. Zum Schluss kann ich diese Teile in der Chemiefabrik weiterverarbeiten. Ja, das mit den ganzen Ölgeschichten, das wird einigermaßen nicht kompliziert. Auch, ja, allerdings vom Platzbedarf ist das ein bisschen doof. Es braucht nicht so knalle viel Platz, allerdings kann man die ganzen Ölleitungen nicht so wirklich toll verlegen. Weil man denen nicht direkt sagen kann, mit was sie sich verbinden sollen und was genau nicht. Sobald man die zu dicht aneinander packt, dann verbinden die sich halt. Und man kann dann nicht drüber laufen. Das ist manchmal ein bisschen sehr umständlich. Deswegen mit Öl, da bin ich immer froh, wenn ich den Teil irgendwie sinnvoll gebaut habe und mich nicht mehr darum kümmern muss. Das gefällt mir dann auch immer ganz gut, wenn ich da nicht sehr viel Aufwand noch mehr betreiben muss. Ich habe keinen Stahl verdrammt. Auto? Da war doch Stahl drin, ne? Meine ich. Stahl, ja doch, das ist Stahl. Strommasten. Und die dürfen dann gerne mal so dahin, so. Und dann auch nochmal dahin hin. So, jetzt sollte das alles genug befeuert sein hier. Nicht alle davon sind aktiv, das heißt, ich könnte da noch weitere von ranpappen und das würde trotzdem noch funktionieren. Brauche ich im Moment nicht, ne? Ist im Moment alles hier genügend von vorhanden. Aber man weiß ja nie. Es kommen ja noch ein paar Gebäude damit zu, ne? Deswegen, so ist es dann. Die Öfen verbrauchen einigermaßen viel Strom, so wie ich das gesehen habe. Oder so wie ich das weiß. Kann man hier auch sehen, genau. 2 Megawatt brauchen die. Die ganzen Minenteile hier brauchen 1,3. Das heißt, die sind gerade mal am hungrigsten hier. Statistiken sind schon ganz nett, kann man sich schöne Sachen bei anschauen. Ist aber letztendlich auch einigermaßen viel Spielkram. Kann man bestimmt alles sich genau anschauen, wenn man viele Sachen optimieren will, aber so weit sind wir dann auch noch nicht, als dass man da wirklich viel optimieren müsste. Okay, also Forschung sollte ich mal wieder machen. Kunststoff Hee wäre schön. Ermöglicht Kunststoffstange. Zeuge genug Kunststoff und baue ein Fahrzeug an. Ne? Also das schließt quasi ein, dass wir wissen, hey, wir müssen das erstmal erforschen. So, die Ölquellen. Wo sind die Ölquellen? Da. Da haben wir 2, da haben wir 5. Die kann man als lilane Punkte hier sehen. Immerhin sind die da, das ist schön. Das heißt, hier ist der ganze Platz dann theoretisch für die ganze Ölgeschichte frei. Theoretisch. Und wir können jetzt hier die Teile herstellen. Rohölförderpumpen brauchen wir aber ein bisschen Eisen für. Beziehungsweise elektronische Schaltkreise. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, die selbst direkt hier zu klauen. Boah, machen wir so. Und am liebsten hat man da auch ein paar mehr von. Die dauern nämlich, oder die brauchen nämlich eine ganze Weile. Beziehungsweise, da kommt am Anfang recht viel raus, aber es wird halt immer weniger. Das sollte man nicht unterschätzen an der Stelle. So, eisentechnisch, man könnte fast noch mehr Eisen machen. Müsste man halt schauen, wo man das dann auf das Fließband packt. Oder ob man das irgendwie hier zweiteilig macht und dann dazu führt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man hier da rechts neben noch was macht. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Weil Eisen kann man halt nie genug haben. Das ist so eine Sache hier. So. Das darf dann hier auch mal runtergeführt werden direkt. Dann passt es nämlich von der Ausrichtung auf den Fließband. Rüber. Rüber. So, ne, weil das wird ja immer nach gegenübergelegt, also nach außen hier. Sonst würde sich das da hinten vermischen mit den Schaltkreisen und deswegen direkt mal so hingeworfen. Und dann läuft der ganze Kram. Man kann das bestimmt auch anders machen. Man kann eine ganze Menge immer anders machen. Ne, also alles, was ich hier mache, könnt ihr auch anders machen. Mal so gesehen. Ist immer eine Option. Da noch welche von? Aha. Okay. Oh, passt schon. Ah, es geht schon. Okay, die haben jetzt keinen Stoff mehr hier. Ah, ne, die sind, sind die voll? Nee, der, okay, der ist voll. Der hat noch lange genug hier. Der Rest passt aber schon mal. Lieber zu viele Eisen als zu wenig.
Das hilft noch doch sehr. Und jetzt, wo Nacht ist, stromtechnisch passt das auch noch alles. Wobei es noch nicht finster ist, die Nacht ist. Also es ist gerade mal so an der Grenze, dass alles zusammenpasst. Die Akkus da hinten entladen sich ganz, ganz langsam. Hier ist ja so ein ganzes Feld von den Teilen hier. Die britzeln da fröhlich vor sich hin. Bisschen anstrengendes Geräusch. Und die entladen sich jetzt so ganz, ganz leicht. Aber die sorgen dann dafür, dass der Strom ein bisschen konstanter ist. Und gerade auch, dass man die Solarzellen, wenn man welche hat, am Tag halt laufen lassen kann. Und man nachts auch noch Strom hat. Fantastische Welt. Kann passieren, dass es sinnvoll ist. Ich könnte noch mehr davon herstellen, aber das ist, ich glaube, so knalle viel forschen. Weil ich könnte wirklich noch mehr herstellen. Wenn wir da mal gerade mal bei sind. Eins noch. Ja, ja. Zwei noch. Ja, ja, ja. Das geht schon mal. Ist immer eine Option. Ich sollte mal speichern. Ich weiß, wobei, naja, die Autosaves, die speichern ja, stimmt ja. Die sind eigentlich ziemlich cool. Es gibt drei Autosaves, die quasi durchrotieren und alle zwei Minuten wird gespeichert. Das ist ganz praktisch. Ja, ich kann auf jeden Fall noch mehr von den Forschungszentren herstellen. Man sieht ja, dass hier so ein bisschen wenig ist. Okay, und deswegen stehen die Türme da. Weil hier oben die alle langkommen, okay. Die Leichen sehen alle gleich aus, ne? Übrigens, die kommen von hier oben anscheinend durch. Oder von da links irgendwo durch. Wobei da oben sind Nester, ne? Sind das Nester hier? Da sind Nester. Und ein großes Schiffswrack mit Krempel drin. Oh. Oh. Oh, Moment, Moment. Das sind keine Nester, aber es sind, da will ich gerne hin. Das ist super. Komme ich hier überhaupt irgendwie durch? Ja, käme ich. Also es ist toll da oben. Also war richtig viel Krams. Ich glaube, es wurde uns mit Absicht verschwiegen, dass da Sachen sind. Voll gemein. Oder wir müssen die später erst finden. Das kann natürlich auch sein. Das wäre trotzdem auch voll gemein, dass wir die jetzt halt schon haben könnten. Das ist alles gemein. Hauptsache gemein. Flops. So ein Ärmchen. So ein Pommes-Ärmchen hier. So. Sehr gut. Damit geht das noch ein Tick schneller hier. Man kann auch sowas wie Forschungsgeschwindigkeit erforschen und sowas, dass es ein bisschen schneller geht. Wobei ich nicht glaube, dass wir das können hier. Aber wir haben hier die ganzen Zugsachen freigeschaltet. Nicht, dass wir jetzt hier von was weiß ich wo irgendwelche Ressourcenmengen haben müssten. Ich will das begrenzt viel, sag ich mal, hier erkunden, die ganze Gegend. Da unten haben wir noch Steine. Ja, also ich denke mal nicht, dass wir das viel machen müssten hier, weil die Kunststoffe herstellen, da brauchen wir nicht viel anderen Krams für. Und von der Forschung her, wenn wir das bei der Forschung bleibt hier, wir müssen nirgendwo für blaue Sachen haben, von daher das, da müssen wir blaue Sachen. Ich glaub, das brauchen wir aber überhaupt nicht. Weil die blauen Forschungsfläschchen hier, die Wissenschaftspakete 3, die sind halt anstrengend. Die sind wirklich anstrengend. Das dauert eine ganze Weile, bis man die mal sich schön hier aus dem Ärmel geleiert hat. So. Die haben jetzt natürlich keinen Strom. Noch nicht. Die werden gleich eine Direktversorgung vom Kraftwerk haben. So. Die machen am Anfang nicht wirklich viel. Die spucken halt Strom aus, ne? Und quietschen so ein bisschen. Aber die sind halt dann irgendwann auch voll. Das sieht man nicht so wirklich. Das ist halt die Geschwindigkeit, mit der das pro Sekunde passiert. Das ist was anderes als... also im Prinzip gibt es hier kein Lager. Es gibt quasi nur einen Druck, der auf den Teilen ist hier. Ne? Man sieht das da unten rechts. Die können gefüllt werden, die Rohre, aber auch die sind irgendwann voll. Also Rohre sind quasi auch eine Art Lager. Aber es ist nicht unbedingt der Hauptsinn davon, sondern normalerweise, also man kann das Rohöl zwar in Fässer füllen, aber man kann das nicht direkt selbst in Kisten packen. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen, wie man genau mit dem Zeug umgeht und wo man das hinlagert und so ein ganzes Kram. Es kann manchmal ein bisschen blöd werden. So viel weiß ich da schon mal. Wie gesagt, ich habe auf einem anderen Speicherstand oder auf zwei Speicherständen mittlerweile einige Stunden schon gespielt, deswegen weiß ich, glaube ich, so die meisten Sachen, was man hier so zu machen hat, schon recht okay. Und das ist schon mal auf jeden Fall hilfreich jetzt für das Let's Play. Damit ich nicht unbedingt allzu
schwerfällig bin jetzt hier. Behaupte ich einfach mal. Und nix schnalle, was hier eigentlich zu machen ist. So. Wunderschön, alles verbunden hier. Ein Traum. Und ich sollte zwischendurch auch nochmal ein paar von den Senken machen, ne? Von dem unterirdischen Rohr. Weil über das Rohr kann ich nicht rüberspringen. So sportlich bin ich auch nicht. Der Fuß passt zwar oben drauf gerade mal. Aber das war's dann auch. Was ist schon ein Fuß heutzutage? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Fuß ist, doch, ein Fuß ist praktisch. Finde ich auch. Da stimme ich mit mir selbst mal kurz überein. Ölraffinerie, Ziegelsteine brauche ich da. Habe ich da welche hergestellt? Ich befürchte mal nicht. Ich habe selbst zumindest keine hergestellt. Aber umsonst hier irgendwo Ziegelsteine gemacht werden. Nein. Im Auto haben wir auch keine. Glaube ich. Auto. Oh, Ziegelsteine. Sehr gut. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Na gut, so ist das Leben. Okay, das dauert halt eine ganze Ewigkeit. 20 Sekunden lang hier in der Ölraffinerie. Verbraucht auch ein bisschen was an Energie. Das ist schon nicht so zu unterschätzen. Und ist relativ teuer mit den ganzen Stahlträgern und elektronische Schaltkreise und so den ganzen Kram. Das kostet ein bisschen, aber es ist voll in Ordnung. Davon braucht man nicht so ewig viele. Meist so ein, zwei Stück und dann ist gut. Es sei denn, man will es halt sehr viel beschleunigen. So, Kunststoffe bauen. Ich hätte gern das... Hätte ich das Ding gerne? Doch, das hätte ich gerne. Ja. Pumpgeschwindigkeit, bla bla bla. Okay, die Teile habe ich noch nicht so ganz geschnallt, was die kleinen Pumpen denn so machen, aber naja, irgendwas werden die schon machen, das passt schon. Achso, wir können auch hier das Umspannwerk erforschen, allerdings auch erst mit den blauen Fläschchen, von daher mache ich das gerade mal nicht. Umladegeschwindigkeit brauche ich eigentlich nicht, ne? Will ich irgendwas erforschen gerade mal? Kugelschaden und solchen ganzen crazy Krempel. Könnte man machen. Ich will gar nichts mal forschen, bis sie mir irgendwie sagt, was ich zu machen habe. Wir sollten Kunststoffe herstellen. Von Forschen steht da nichts. So, das Ding ist bei so einem Teil hier, das hat zwei Eingänge, drei Ausgänge und das hat auch seinen Grund. Und zwar einen Hintergrund. Nee, das hat die Sache, man kann einstellen, was das Ding machen soll. Es kann allerdings... hier gibt's, also das sind quasi alle Sachen, die man selbst irgendwie herstellen kann, ne? Das ist genau das gleiche wie das Feld hier, ja? Und hier im Prinzip stellt man grundlegende Ölverarbeitung her, wobei die stellt man hier nicht her, die macht man einfach. Und zwar bekommt man da Rohöl, beziehungsweise das Rohöl hat man und man spaltet das auf in Krams und Krams. Warum kann ich nicht angucken, wie das heißt? Verdammt. Na, zumindest drei verschiedene Ölsachen. Und das ist relativ umständlich. Der sagt hier einem halt, hier, ich will Rohöl haben. Ist egal, an welchem von den beiden du das anschließt. Es gibt noch eine andere Version hier, die, es gibt noch eine, hier eine geschicktere Ölverarbeitung. Da muss dann einen dann Wasser und in einen Öl rein. Und es muss halt genau an denen ran, wo das denn steht. Und hier kommen dann halt drei verschiedene Sachen raus. Und zwar... steht das da immer noch nicht dran, wie das heißt. Verdammt! Aber die Sache ist, und das ist der wichtige Teil, was man am Anfang erstmal schnallen muss, aus dem wird alles drei hergestellt. Und ich muss alles drei mehr oder weniger zeitgleich aus dem Gerät hier abführen. Das heißt, ich kann nicht nur eine Sache davon verbrauchen. Und das ist... da muss man ein bisschen schauen, wie man das verbraucht. Man kann das machen, dass man das zwischenspeichert. Von daher hätte ich eigentlich schon mal ganz gerne den Eimer hier. Da passen dann 2500 davon rein, aber an sich, wenn man nur eins benutzen will und hat keine Möglichkeit des Zwischenspeicherns, hat man halt Pech. Weil sobald hier irgendein Ding so voll ist wie jetzt, wird er nicht mehr hergestellt. Weil das Zeug wird halt aufgespalten in diese drei Teile. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wie man das genau macht. Und das kann dann halt mit den ganzen Rohren ein bisschen unübersichtlich werden. So, wir können hier Chemiefabriken bauen, da können wir dann entsprechend das Zeug weiterverarbeiten. Kunststoffe brauchen wir Kohle und Petroleum für. Das klingt sehr simpel. Ist es auch. Von daher machen wir es einfach mal. Im Prinzip, solange ich noch nicht die Behältnisse habe,
Aber ich warte einfach mal, bis ich die habe, ne? Es geht ja doch recht fix. Aber so lange würde, könnte man zum Beispiel recht einfach Festbrennstoffe herstellen. Man kann dann später hier das aufteilen, ne? Dass man hier, genau, es gibt Schweröl, es gibt Leichtöl, es gibt Petroleum. Man kann Schweröl in Leichtöl aufteilen und Leichtöl in Petroleum. Allerdings muss man das auch extra erforschen und dann jeweils auch immer eine Chemiefabrik haben. Und solchen ganzen Kram. Deswegen am Anfang entweder man macht hier halt Festbrennstoff draus oder man speichert das irgendwo ein. Das sind so die Möglichkeiten, wie man quasi halbwegs effizient denn die anderen Sachen quasi wegschmeißen kann oder zumindest irgendwie verbrauchen kann. Damit das schön funktioniert, damit man da irgendwie was machen kann. So. Machen wir 3. Ich mach 3. Ja, läuft. Passt. Sollte gehen. Achso, die ganzen Rohre haben sich jetzt hier gerade, also die im Inventar waren, haben sich gerade dafür verabschiedet. Schade. Ich wollte die gerade platzieren. Das ist voll gemein. Da muss man wirklich immer aufpassen, wenn man was herstellt, dass man quasi das in der richtigen Reihenfolge herstellt. Wenn man dann so eine Reihe von Sachen herstellt, dass sie sich nicht quasi das, was man später bauen lässt, quasi die Sachen benutzt, die man vorher bauen lässt, die man aber eigentlich für was anderes haben wollte. Das ist manchmal ein bisschen doof. Da lege ich mich immer wieder selbst rein. So, machen wir so. Das kommt hier hin, das kommt dahin. Und das hier hätte ich gerne auf der Höhe dann meinetwegen irgendwo. Oder? Warte mal. Nee, das mache ich hier unten hin. Total sinnvoll. Und zwar brauche ich dann... hätte ich das hier gerne einmal so verbunden, dass man da drunter lang gehen kann. Und das hier ist mir eigentlich vollkommen egal. Das kann gerne so aus der Mitte einfach da rauskommen. Hier nochmal das so drunter legen. Wäre sinnvoll, damit man auch irgendwie langkommt. So. Das heißt, hier mache ich das her, was ich eigentlich überhaupt will. Kunststoff. Hier. Machen wir Festbrennstoff. Batterien kann man auch hier... Ah, was ist das denn? Was? Was? Nee, 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 nee. Ach nö, ach nö. was ist das denn? Wie stark sind die bitte? Sind die einfach mal durchgerannt oder was ist da jetzt los? Das ist ja mal sehr uncool. Au. Aua. Das ist ja mal sehr uncool. Wo sind sie? Das geht doch nicht, dass das so viele sind. Das ist ja doof. Moment. Kommen die jetzt von hier oben an, oder wie ist das? Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich mach die Mauer mal ganz zu hier. Vielleicht hätte ich die mal reparieren sollen. Ach nee, reparieren. Wer macht denn sowas? Nachher ist noch was heile und hält irgendwas irgendwovon ab. Das geht ja nicht. Das wäre ja sinnvoll. Wunderschönste Geräusche. Alles klingt so, wenn ich das repariere. Selbst wenn ich einen Schraubenzieher nehme. Das klingt genauso. Okay. Okay, die sind einfach mal verdammt stark. Das ist schlecht. Und auch verdammt tot. Ich glaube, die meisten Geschütztürme haben einfach keine panzerbrechende Munition. Und das ist das Problem, glaube ich mal. Ich muss da noch mehr von bauen. Ja. Deswegen sagt er, ich muss hier weg. Zu Recht, würde ich mal behaupten. Ich kann es verstehen. Kann ich verstehen, warum er hier keinen Bock mehr auf die Gegend hat. Hätte ich auch nicht. So, Forschung mach hinne, du. Achso, wir haben uns noch gar nicht gebaut, ne? Hä? Ja, mach ich's genauso. Ja, komm, es geht. Ich brauch mehr Eisen.